Ja, die haben Twitch, aber die haben Emote Only, damit man nicht schreibt, dass es fake ist. Guck mal, das ist die Livecam. Das ist eindeutig eine Animation, ich sehe das. Ja, das ist doch wirklich eine Animation. Wen wollen die hier verarschen? Also mich verarschen die nicht. Ist das jetzt das Ding, in dem normalerweise Menschen sitzen würden? Nee, das ist ein Mars Rover, Also einfach nur eins, der was praktisch rumfährt. Samples, Okay. Samples sammelt und sowas. Und halt in, no joke, in 12 Stunden oder so haben wir dann die ersten Super HD, Ultra HD Bilder vom Mars gestochen scharf und auch so Video Feed und alles. Das broadcastet der dann. Dann können wir direkt auf den Mars gucken damit. Ich mach vor, das erste Foto ist halt einfach wirklich von einem Alien. Wo so ein Alien so einen richtig so einen, seinen Arschloch einfach reinhält. Das wäre chillig. So ultra steak. Wäre das TOS theoretisch? Das ist eine gute Frage. Das Also, wenn halt so ein Alien-Geschlechtsteil einfach so da drin da zu sehen ist, darf man das zeigen? Was, wenn auf dem Mars einfach so ein Mensch ist? Aber genau da, wo der Rover auch landet. Wie überprüfen die das jetzt eigentlich gerade? Die haben ja keine Kameras, um das live zu beobachten. Weißt du, was ich meine? Durch was Das, wissen also die? das, die können das nicht steuern. Ja. Es ist alles automatisch. Aber. Und sie kriegen dann in 5 Minuten das Signal, ob der Rover zerstört ist oder nicht. Wie lange ist die Sonde jetzt geflogen? 6 Monate? 5 Monate? Ich weiß es nicht. 6 Monate bis zum Mars? Eigentlich chillig. Ja. Ist chillig. Wie viel Ressourcen müsstest du für 5 Leute mitnehmen? Boah. Die 6 Monate. Weißt du, was ich meine? Das geht dann. Das ist schon viel, was du da mitnehmen musst. Du hast einfach perfektes Internet und du kannst einfach streamen, Ja? während du zum Mars fliegst. Das wäre so geil. Boah. Oder so ein Livestream vom Mars aus. Das Oh. hätte so viele Views. Das würde so Das hätte Klicks so viele machen. Viewer. Und jetzt müsste das. Oh, jetzt. Oh. Oh, Jetzt ist es in der Jezero. Dings. Der Jezero-Krater, da wollen die hin. Ja. Ah, der ist weg, der gerade. Ich mag den nicht. 6 Kilometer pro Sekunde bewegt sich das Ding. No. Das ist so insane. Ja, war Simulation. Du wärst einfach in einer Minute von einer Minute durch Bei Megas. ganz. Ja, bei Megis. Ja? Chillig. Du könntest einfach einen Stell Haufen von Megas essen. dir vor, der landet jetzt einfach im Megis. Ich meine, vor irgendwann wirklich so, die ganzen großen Firmen, denen gehört alles und dann ist es nicht NASA, sondern McDonald's. Und das ist einfach so ein riesen fetter so Burger angemalt mit so Happy Meal und alles. Oh, jetzt ist er schnell gewesen. Ach nee, er hat es nur kleiner gemacht. Oh, er ist voll langsamer geworden, gell? 2300. Er decelerated gerade. Oh. Guck mal in ihre Gesichter, das stimmt irgendwas nicht. Ja. Sie Die gucken uns schwitzt so schief richtig, und guck wissen, mal. dass sie gerade auffliegen. Mit ihren Lügen. Mit den Lügen einfach. Alles gelogen. Naja, und das sind halt immer die Daten, die halt kommen. Die senden so Radiosignale, Daten, dann wird das da umgewandelt und dann halt angezeigt und gerade passiert nichts. Oh fuck. Wenn da nichts mehr passiert, dann ist das Ding dead. Das Ding ist, das ist aber auch delayed. Wenn wir sehen, dass es kaputt Ja. ist, ist es wahrscheinlich schon seit 10 Minuten kaputt. Ja, Das ja. ist witzig. Deswegen haben die immer Schiss, bis das nächste Ding kommt. Oh fuck. Oh, er hat hektisch nach oben geschaut. Ja, wenn ich fliege. Die NASA, aber die haben einfach Shit-Mikes, ne? Oh, Warum? der Krater ist ja gigantisch. Gell, guck mal, wie schön riesig Ja. der ist. Oh, der Parachute ist da. Vor allem, warum sollte ein Fallschirm funktionieren, wenn da einfach keine Luft ist auf dem Mars? Wie? Wie zur Hölle sollte ein Da Fallschirm ist ja funktionieren? So Luft, Gas hä? oder so, ne? Ja, so Okay, Gas. das Abbremsen hat erfolgreich geklappt. Da ist Luft, da kann man atmen auf dem Mars. Never. Kann ich einfach atmen auf dem Mars? Sehr dumm. Seid 145 meters per second and an altitude of about 10 km 9.5 kilometers above the surface. Es kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, wenn der So abgestürzt ist. Fallschirm deployed ist, oder? Ich meine, schon mal jemals gesehen, dass ein Fallschirm irgendwie kaputt geht, nachdem er aufgegangen ist? Ich nicht. Das Ding ist sicher.
Oh, ich glaube, er ist gerade gekommen. Oh. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second. Okay, er ist jetzt so langsam, dass es nicht mehr eigentlich nicht mehr schief. Also schneller fliegen ist ja übel dabei. Also mal explodieren, das wäre lustig. Oh, das war gerade, sah aus, als wäre da was. Das war ein bisschen schnell. Oh, oh, fuck. Oh. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Ja, die haben so ein Radarsystem. Das ist so krank. Ja. Und das macht alles von alleine, ne? Die steuern nichts. Ja, ja, das ist so geisteskrank. Die haben das auch nicht wirklich testen können, weißt du, was ich meine? Die haben ja nicht irgendwie. Ja, die können ja nicht auf den Mars gehen. Und jetzt gibt es so Raketendinger, die rauskommen und das dann landen lassen. Oh shit, der ist doch noch einen Kilometer über dem Boden, gell? Mm. Oh. Oh. Jetzt wird das praktisch runtergelassen. Geiles Commentary, Alter. Du bist ja voll drin. Jetzt explodiert's leider. Jetzt kommt die Animation. Ja. Touchdown confirmed. Oh wow, ja. Hold it, Chat. Wir haben es schon geschafft. Woo. Ja, woo, juhu. Wow. Cool. Wann kriegen wir jetzt den ersten Livestream vom Mars? Ein Foto kriegen wir in 3 Tagen oder so. Wann hat der überhaupt. Wie hatte der überhaupt Internet? Das verstehe ich nicht. Das sind doch gar keine. Da sind doch gar keine WLAN-Masten und so aufgestellt. Jetzt gehen die alle. Jetzt gehen die alle saufen. Ne, die müssen alle nach Hause in ihre Wohnungen, weil Corona ist. Übel geil, mega chillig. Normalerweise würden die jetzt übel saufen und Koks und Nutten bestellen, aber. Ey, das muss so ein geiles Gefühl sein für die Leute da. Die haben da so lange dran gearbeitet. Monate, Jahre haben die dran gearbeitet und jetzt ist es endlich. Naja, so 10 Jahre. Oh, warte! Oh! Das Bild! Aber wir hatten doch schon mal einen Rover auf dem Mars, oder? Was ist an dem jetzt anders? Der ist besser. Der alte war ganz schlecht, die Qualität von den Fotos war auch nicht gut. Hey, die Qualität war doch insane. Was ist denn das für ein Shit-Foto? Aber der konnte keine Nahaufnahmen machen, wenn ich das richtig weiß. Also man hatte so einen Überblick von der Landschaft dort, aber nicht so richtig. Ja stimmt, der alte Mars Rover hat keine Batterien mehr. Der war einfach aus, da musste ein neuer hin. Das Bild. Oh. Oh. Ne, das ist so ein Quick Snapshot. Wo ist das Alien? Was sind seine Fadenkreuzeinstellungen? Ah, das ist wahrscheinlich, wenn ich einfach irgendeinen opfern würde, der da mitfliegt immer, irgendein Mensch. Der was sagt, okay, vielleicht überlebe ich es nicht, aber mir egal, ich will einfach irgendwie der erste Mensch auf Mars sein. Und dann landet er da, aber halt nur in seinem Anzug und hat nur Essen für 2 Tage und stirbt dann einfach. Aber er ist halt der erste Mensch auf Mars gewesen. Das wäre ein geiles soziales Experiment, was mal, keine Ahnung, die Prank-Post ausprobieren könnten. Ja, das können wir auf YouTube machen, ja. Dann können wir wieder Merk Matan oder Leon Mascher ausgraben, die das machen können. Ich finde das schon krass, dass es überhaupt geht, Alter. Ja, das ist total krass. Ich bin übel zufrieden damit.